Wie ein echter Beatle sah das Bad Säckinger Urgestein Gusti Hufschmied in den 1960er Jahren aus. Und seither hat er Generationen musikbegeisterter Menschen in der Trompeterstadt geprägt. Gelernt habe ich Industriekaufmann, aber dieser Job war nicht unbedingt das, was ich mir für mein ganzes Leben erhofft habe. Irgendwie eine trockene Angelegenheit, und da habe ich mich relativ früh schon mit Musik beschäftigt und habe das ausgebaut. Und bis zum heutigen Tag muss ich sagen, eigentlich habe ich das nie bereut. Und mit seiner Band The Generation trat er sogar als Vorgruppe von The Petards, Joy and the Hit Kids und The Lords auf. Die Lords, das war eine deutsche Gruppe. Und es war die erste Gruppe, die ich überhaupt live gesehen habe. Die waren in Bad Säckingen und haben im Vereinshaus gespielt. Und da war die ganze Stadt im Aufruhr. Die Lords sind da, weil das waren im Prinzip die Beatles aus Deutschland. Und dass ich dann eines Tages mal im Vorprogramm mit meiner Band den spielen kann und die dann noch an die Wand spiele, weil wir besser waren wie die Lords, das war natürlich die Krönung. Doch der Auftritt markiert nicht den Durchbruch von Hufschmidts Band, sondern auch das Ende. Und dann der letzte Auftritt, den wir hatten, der war hier in Öflingen. Da war irgendwie ein Feuerwehrfest und die hatten die Lords engagiert und wir waren im Vorprogramm von den Lords. Und als dann die Lords anfingen und haben, ich sag jetzt mal, ihre Oldies gespielt haben, dann hat das Publikum angefangen zu pfeifen und haben nach uns geschrien. Nur das Problem war halt, dass der eine oder andere bei uns in der Band gemeint hat, wir werden da abgespeist mit ein paar Mark und die Lords, die kassieren da ein paar Tausend, da machen wir nicht mehr mit. Und so ist leider, muss ich sagen, damals die Band The Generation auseinandergefallen. Aber Gusti Hufschmidts Karriere als musikalischer Stimmungsmacher fängt damit gerade erst an. 1971 erfindet er die erste mobile Diskothek Deutschlands, quasi eine Soundanlage auf vier Rädern, und sorgt mit dem Format Gustis Popshop im kompletten deutschsprachigen Raum für Aufsehen. Ja, ich habe damals Veranstaltungen durchgeführt mit Frank Laufenberg beispielsweise vom damaligen Südwestfunk. Und irgendwann ist der baden-württembergische Sparkassen- und Giroverband auf uns aufmerksam geworden und haben diese Art von Veranstaltungen für ihre PR-Aktivitäten gebucht. Und das ergab sich dann im Laufe von circa 10 Jahren 1500 Veranstaltungen in ganz Deutschland und in Österreich. Was ich dann derzeit auch gemacht habe, ich habe Langspielplatten produziert mit ganz tollen Oldies. Das waren im Laufe der Jahre etwa 12 Stück. Aber Gusti wäre nicht Gusti, wenn ihm nicht schon bald wieder eine neue Idee gekommen wäre. Rief der Bad Säckinger den ersten privaten Radiosender Baden-Württembergs ins Leben. In einer Altstadtwohnung in Bad Säckingen waren damals die Studios von Hochrheinradio Antenne 3. Ja, das ist richtig. Aber zuvor, da hatte ich einen Sender am Gardasee. Das war Radio Antenne 3. Das kam daher, ich war mit meiner Familie praktisch jedes Jahr am Gardasee. Und da haben wir gemerkt, da gibt es einen deutschen Sender. Und dann haben wir den angehört und ich fand den grottenschlecht. Und da habe ich mich dort mal gemeldet, bin dort hingefahren. Das war im Studio in Peschiera. Und da hat der damalige Besitzer gesagt, ja, es war damals Radio Gloria. Ich habe keine Lust mehr, aber wenn du willst, mach du das doch weiter. Und so kam das. Ich habe dann 3 Jahre Radio gemacht am Gardasee und habe mehr oder weniger in dieser Zeit schon mein Team zusammengestellt für das Hochrheinradio in Bad Säckingen. Er bewirbt sich für die ersten privaten Funkfrequenzen, bekommt die Freigabe und geht am Samstag, dem 4. April 1987 um Punkt 14 Uhr das erste Mal auf Sendung. Wir waren die Ersten in Baden-Württemberg, die eine offizielle Lizenz bekommen haben für privaten Rundfunk. Die Frequenzen, die haben nicht ausgereicht. Nehmen wir mal das Beispiel Waldshut-Tiegen, die Doppelstadt. In Waldshut hat man uns gehört, aber in Tiegen nicht. Das heißt, wir hätten mehr Power gebraucht und auf die Dauer ging das Ganze schief. Aber die Ära war auch glorreich, war es doch die erste und einzige Zeit mit einem eigenen Bad Säckinger Radiosender, der den Bad Säckingern Musikwünsche erfüllte und sogar große Stars wie Peter Maffay, Pur, Dave Dudley, Truckstop und viele mehr zu Besuch vor Ort hatte. Ah, ein Stadtmensch!
Und diesem Thema blieb er treu. Nach dem Radio aus arbeitete er über 10 Jahre für Media Control Schweiz, ermittelte dort als Subunternehmer wöchentlich die Schweizer Musik-, Video- und Büchercharts. Und schrieb 2001 sogar ein Nachschlagewerk mit dem Titel 33 Jahre Schweizer Hitparade. Ja, wie so oft in meinem Leben war ich mit einer Sache nicht zufrieden. Ich habe mal überlegt, was habe ich noch nicht gemacht, und ich war immer so begeistert, wenn ich im Urlaub irgendwelche Leute gesehen habe, die mit so einer großen gelben Flasche auf dem Rücken ins Wasser stiegen. Also habe ich das Tauchen gelernt. Auf den Malediven lernt Gusti ursprünglich tauchen und macht danach wie so oft aus seinem Hobby einen neuen Job. Er macht einen international anerkannten Tauchlehrerschein in Südfrankreich und eröffnet nebenberuflich 1994 eine Tauchschule im Keller seines Bad Säckinger Hauses. Die ersten Gehversuche, vielmehr die ersten Tauchgänge, die haben wir im Schwimmbad in Sisseln gemacht. Danach ging es ins tiefere Wasser an den Thunisee. Aber als dann die Taucher, die ich ausgebildet habe, soweit waren, hat es die ein oder andere Tauchsafari gegeben. In Ägypten zum Beispiel, im Roten Meer oder auf den Malediven. Das war dann immer recht lustig. Und insgesamt habe ich in dieser Zeit über 250 Leute ausgebildet. Und wie der Zufall es will, bekommt Gusti unter Wasser seinen ersten Filmjob. Er soll atemberaubende Bilder der Tier- und Pflanzenwelt im Ozean liefern. Und durch diese Unterwasseraufnahmen bin ich dann mehr oder weniger zum professionellen Filmen gekommen. Sein erster großer Job an Land führte ihn gemeinsam mit dem Macher der Bad Säckinger Stadtgeschichten, Rainer Jörger, 1998 direkt zum Papst in den Vatikan. Denn damals wurde eine Bad Säckinger Tanne zu Weihnachten auf dem Petersplatz aufgestellt. Das war damals eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Sehr spannend vor allen Dingen. Und das Ganze war damals ein Auftrag von der Stadt Bad Säckingen, praktisch zu dokumentieren, wie kommt eine Tanne vom Fällen bis nachher zum Aufstellen auf dem Petersplatz in Rom. Und da habe ich so richtig Blut geleckt. Und seit damals habe ich unzählige Filme gemacht. Firmen, Events, aber auch schon 10 Städteporträts hat Gusti Hufschmid seither gemacht. Darunter der neueste Film über Bad Säckingen 2017 mit Herz, Charme und Trompete, den es auf DVD und Blu-ray zu kaufen gibt. Aber auch der Musik bleibt er treu. Mindestens 2-mal im Jahr tritt er mit Gustis Popshop in der Region auf und lässt die 70er und 80er Jahre für eine Nacht wieder zum Leben erwachen. Und das macht mich irgendwo glücklich. Also das heißt, es macht mich glücklich, wenn ich sehe, dass die Leute da unten auch glücklich sind. Und solange die das wollen, werde ich das wahrscheinlich auch durchziehen.